Hey Leute, willkommen zurück. Mein Name ist Gelator und weiter geht's mit Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. So, der volle Name. Ja, wir sind hier in Taverne angekommen und das hier ist alles sehr seltsam. Ich bin in einer anderen Welt. What's happening? Ja, das ist die schöne Musik von Taverne oder wie das hier heißt. Die sieht doch aus wie Titus, ne? Nur doch anders, der hat andere Augen. Ich sehe lauter neue Gesichter heute. Eben ist hier ein seltsames Paar vorbeigekommen. Die meinen Donald und Goofy. Hallo? Alle, die nicht mehr wissen, wohin sie sollen, kommen in diese Stadt. Woher ich komme, das geht dich gar nichts an. Stelle diese Frage hier nicht. Jeder hat seine unglückliche Vergangenheit. Meh. Ja, hier gibt es auf jeden Fall ein paar Schätze zu öffnen. Allerdings lässt sich diese Truhe nicht öffnen. Ja, so viel dazu. Das sind die süßen Mokis aus Final Fantasy, die sind süß. Traverse, die Mitte, ist der einzige sichere Ort, Kupo. Genau, das ist Traverse Mitte. Es gibt noch andere Nord und sowas, keine Ahnung. Hinter dieser Tür ist eine Abkürzung zur Traverse Ost. Aber wir haben den Schlüssel nicht. Deswegen werden wir für immer hier bleiben. Post, mach mit beim Postkartengewinnspiel. Mit 10 Postkarten bist du dabei. Ja, stimmt, diese Postkarten, die sind hier, glaube ich, überall irgendwo in der Stadt versteckt. Wir müssen sie nur suchen und finden. Ja, das ist quasi so gesehen der Anfangsbereich von der Disney-Welt, wo man halt hin und her reisen kann. Hier ist auch nochmal so ein Symbol, was wir aktivieren können, wenn wir das als Trio aktivieren. Was haben wir denn hier? Itemladen. Ich glaube, hier war Tick, Track und Trick, oder wie die heißen. Willkommen! Willst du etwas kaufen oder möchtest du etwas verkaufen? Ich möchte etwas kaufen. Was habt ihr denn so? Ich will etwas kaufen. Ja, doch leider habe ich keine Taler und werde euch wieder verlassen. Na, was erzählt ihr denn so? Wir werden genug Taler verdienen, um selbst auf Abenteuer zu gehen. Ist das so? Ich halte den Laden sauber. Das ist einfach. Einfacher als unser Zimmer aufzuräumen. Ja, was du nicht sagst. Es ist halt, wie gesagt, ganz, ganz komisch, dass die Kamera sich hier oft mitdreht. War das nicht hier, dass man später im Dach noch so ein Dachdings da bekommt? Dachgeschoss? Dass oben man auch irgendwie irgendwas herstellen konnte? War das nicht so noch mit Schmiede und sowas? Accessoire-Laden. Hier müsste der Kid sein und der Sid. Jeder nennt ihn anders, keine Ahnung. Auf jeden Fall aus Final Fantasy 7. Hereinspaziert. Wie kann ich behilflich sein? Ah, bloß nur ein Kind. Ich bin kein Kind und ich heiße Sora. Okay, okay, beruhig dich, Kleiner. Warum so ein langes Gesicht, Sora? Hast du dich verlaufen? Nein. Naja, vielleicht doch. Wo sind wir hier? Hä? In der Stadt Traverse? Sag mal, Opa, ist dies wirklich eine andere Stadt, Welt? Nenn mich nicht Opa, ich heiße Sid. Also ich werde ihn jetzt Sid nennen, auch wenn er Kid heißt oder sonst irgendwas. Sid hört sich gut an. Oder Kid? Muss ich gucken. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber auf dieser Insel sind wir bestimmt nicht. Ich sollte lieber Riku und Kairi suchen. Also viel Glück, was auch immer du vorhast. Und wenn du in Schwierigkeiten kommst, komm zu mir. Vielleicht kann ich dir hier weiterhelfen. Okay. Na komm, öffne. Mithrilerz. Alles klärchen. Genau hier war das, glaube ich, mit der Treppe, oder? Auf jeden Fall, hier kommt später... Genau, da ist die Treppe. Und dann können wir oben zum Schmiede später... Das können wir dann auch später anzünden, wenn wir Feuer haben. Tut mir leid, wenn ich schon so viel spoilere, aber ich weiß das halt. Ja, wir schauen uns mal um und gucken, wo wir hier hin müssen. Genau hier, unser Item-Atelier-Kupo. Hier erforschen wir Items und versuchen, die ultimative Waffe zu schmieden, Kupo. Genau, das ist nämlich dieser Mogli-Shop. Der ist aber noch zu, der wird aber später zugänglich sein. Das Tor drüben führt nach Traverse Nord. Dahinter liegt Traverse Ost. Ja, das ist super interessant. Hier, das ist ein Safe. Das können wir, glaube ich, auch noch nicht öffnen. Scheint verschlossen zu sein. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Mal gucken, wo Donald und Goofy ist. Zu Traverse Nord. Ja, und damit ist ein Herzloser geboren.
Das sind diese Kreaturen von der Insel. Schnell töten. Bevor sie Eier legen. Na komm. Genau, das ist jetzt auch Taler, was ich bekomme. Seht ihr unten links? 3 Taler. Damit kann ich halt Zeug kaufen. Das ist wie Geld. Die Währung. Am besten einfach alles sammeln. Später gibt es auch, glaube ich, den Skill Charmeur. Ich glaube, der heißt Charmeur. Und damit kann ich auf jeden Fall dann, wenn ich den benutze, kann ich auch weit entfernte Taler und alles mögliche einsammeln, ohne dass ich da nah genug reingehen muss. Hier können wir nicht rein. Ich glaube, hier kann man noch irgendwie ins Hotel und dann später außen. Aber das ist nur später. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier durch. Im Hotel müssen wir, glaube ich, erstmal noch nicht. Müssen wir auch, glaube ich, erst später hin. Weiß halt nicht mehr, wo lang es ging. Auf jeden Fall irgendwo hier müssten auch die 101 Dalmatiner sein und so vieles und jenes und keine Ahnung, so vieles im Kopf der Vergangenheit, wo hier was ist, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, zufällig kommen die hier raus. Hm, wo ist er? Leon! Ich glaube, hier müssen wir... Müssen wir nicht aber hier mit Feuer arbeiten? Ich weiß es nicht mehr. Oder mussten wir einfach hier durchgehen? Mal gucken. Aber erstmal hier die Teile töten. Los, stirb du Sau. Kommen die mal wieder? Hallo? Kommt die mal wieder? Okay, anscheinend, glaube ich, kommen die mal wieder. Also werden wir jetzt mal weitergehen. So, wir werden dann mal weitergehen. Und zwar hier durch. Und hier sind wir, glaube ich, auf der Rückseite von dieser... Von dieser Kirche oder von ja, wie was auch immer es hier ist. Ziemlich wackelig. Da kann es jetzt nicht drauf. Okay, das heißt, wir müssen hier noch nicht lang, wenn ich da nur nicht hin darf. Wo bin ich hier? Okay, da hinten war das Hotel. Hier war die Mitte. Vielleicht muss ich auch durch diese Türen. Ich muss gucken, wo ich hin muss. Ich war lange nicht mehr hier. 1,5 Jahre ungefähr das Spiel nicht mehr gespielt und habe alles vergessen. Ach, herrlich. Nee, ich glaube, wirklich müssen wir wieder hier rein. Ach, das war Haus der Welpen. Ja, hier war das mit den Dalmatiner, wo ich vorhin gesagt habe. Hier auch nicht. Das kann auch eine Weile dauern. Auf jeden Fall, hier sind die 99 Welpen wurden über viele Welten zerstreut, dass ihre Welt zerstört wurde. Finden und rette sie. Ja, ich muss hier alle Welpen finden. Noch habe ich keinen einzigen. Ich glaube, man findet immer so 3 Welpen. Oh, eine Schatztruhe. Ich weiß auch nicht, warum die Welpen in den Schatztruhen drin sind. Das ist mir auch immer so ein Rätsel gewesen. Warum man Tiere in Schatztruhen steckt. Besonders hier in dem Spiel. Square Enix, was habt ihr euch dabei gedacht? Ich glaube damals sogar noch Square, oder? Als der erste Teil rauskam, war das nicht immer noch Square? Oder war das schon mit Square Enix? Bei Kingdom Hearts. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, weil früher war Square Square und Enix Enix. Und dann haben die sich fusioniert. Und dann war es Square Enix. Gestieg. Und das dürfte auch, glaube ich, so 2000, 2001. Und das Spiel kam, glaube ich, damals 2002 raus. Vielleicht war es dann tatsächlich schon Square Enix. Ich weiß es halt nicht mehr. Hier sind wir auf jeden Fall in irgendeinem Außenbereich. Hier müssen wir auch nicht hin. Hier müssen wir auf jeden Fall nicht hin. Das ist der Außenbereich vom Hotel. Da hinten ist eine Schatztruhe. Ich glaube, so komme ich aber nicht hin. Und da ist eine normale Truhe. Die können wir uns holen. Sofern hier die Monster besiegt sind, weil ich glaube im Kampf war das so, dass ich das nicht öffnen konnte, ne? Oder doch? Ach ne, hochheben kann ich. Ne, öffnen kann ich nur die Schatztruhen, wenn der Kampf vorbei ist, also im Nicht-Kampf-Modus. Genau, jetzt geht's. Und hier haben wir eine Potion. Potion für die Welt, Potion für Sora. Das kann ich, glaube ich, nicht kaputt machen, oder? Ne, da müssen wir auf jeden Fall von oben oder von der anderen Seite rein. Wie auch immer, erstmal hier ins Hotel, beziehungsweise hier durchgehen. Das ist eine Seitengasse gewesen. Hier waren wir vorhin auch schon.
So, die Frage ist, wo müssen wir hin? Wir müssen also auf jeden Fall... Na komm, dich kill ich noch. Yes, level up. Wir müssen, glaube ich, da wo ich gerade war, aber nicht an den Welpen vorbei, sondern... Ah, ich glaube, wir müssen hier hin. War das nicht hier hin? Traverse Ost. Ja, hier müssen wir, glaube ich, hin. Ob hier müssen wir hin? Hier gibt es nämlich... Na, schaut selbst. Ein Schatz, noch ein Schatz. Zwei Schätze. Ich glaube, hier war das, wo wir uns jetzt zusammentreffen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall muss ich hier irgendwas machen. Oder war das hier mit dem verlassenen Haus? Oh Mann, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Naja, kriegen wir schon noch raus. So schwer wird es schon nicht sein. Wir haben auch erstmal hier keine Map. Ah, hier muss ich, glaube ich, rein ins... Ne, später. Hier gibt es aber noch irgendwo ein verlassenes Haus. Hier muss man Elektro benutzen, das weiß ich noch. Scheint verschlossen zu sein. Oder muss ich wirklich erstmal Feuer lernen? Aber ich glaube, ich kriege nach dem Bosskampf Feuer. Nein, hier war das Haus, oder? War das hier? Unbewohntes Haus. Ich glaube, hier musste ich rein. Oder auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Ich muss auf jeden Fall Donald suchen. Und Goofy. Und sonst alle. Naja, wie gesagt, wir kriegen schon hier den Weg hin. Vielleicht müssen wir doch ins Hotel. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich nicht kämpfen muss. Wir müssen unser Trio vereinigen. Aber ich weiß halt nicht mehr wo. Warte mal, was war das hier für eine Tür? Da bin ich ja nicht durchgegangen. Hier waren ja... Ach, hier kann ich nicht durch. Nein, nicht Haus der Welpen. Da waren wir schon. Wieder raus hier. Dabei ist das gar nicht mal so groß hier und ich habe mich hier schon verlaufen. Musste ich noch mit jemandem quatschen? Also ich habe hier mit Sid gequatscht, mit den... Mit Tick, Tack und Trick, oder wie die heißen, habe ich auch gequatscht. Weiß halt nicht mehr, wo lang. Zum Hotel müssen wir auf jeden Fall nicht, vielleicht müssen wir einfach wieder zurück. Mal schauen. Was, hier sind auch Herzlose? Was ist denn hier los? Ja gut, wir werden schon den Weg finden. Stirb, du Schwein! Come on, come on! Na komm! Du willst es doch auch. Sehr gut. Haben wir dich erwischt? Itemladen, da war ich ja schon. Mann, so viele Herzlose. Was wollt ihr von mir? Lasst mich doch in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Und wohin führte das? War das nicht zum Rausgehen der Stadt? Noch verschlossen. Das war also auch der... Ich glaube, da können wir dann in die Welt raus. Auf die Weltkarte. Glaube ich zumindest. Irgendwie so war das. Genau, können wir jetzt mittlerweile schon Abilities? Ne, noch nicht. Ausrüstung haben wir das und das, okay. Hier haben wir auch keine. Kurztaste. Muss halt wirklich noch gucken, wo ich hin muss. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier gleich irgendwo einen Boss gibt. Und da treffen sich auch Goofy und Donald und so. Aber ich weiß nicht mehr, was ich dazu triggern musste. Na gut, mit denen haben wir quasi schon gesprochen. Muss halt einfach nur noch überall mal hin. Mit Sid haben wir auch gesprochen. Oder muss ich nochmal mit Sid? Weil er hat ja gesagt, komm zu mir, wenn irgendwelche Gefahr droht. Immer noch nicht gefunden. Kopf hoch. Sieh doch eine
Einmal in der Stadt um. Ja, aber ich bin dabei. Können wir ein bisschen reden? Immer noch nicht gefunden, Kopf hoch. Sieh dich doch mal einmal in der Stadt um. Ja, toll. Das habe ich gerade und habe festgestellt, da ist nichts. Ach, jetzt. They'll come at you out of nowhere. Who are you? And they'll keep on coming at you. As long as you continue to wield the Keyblade. But why? Why would it choose a kid like you? Hey, what's that supposed to mean? Never mind. Now, let's see that Keyblade. What? There's no way you're getting this. All right. Then have it your way. Das ist übrigens Leon, alias Squall, aus Final Fantasy 8. Er hat sich halt bis nun benannt. Oh, wie süß, kann er Feuer schießen. Hey, nicht töten. Du willst mich doch nicht etwa töten. Aber ich glaube, es ist egal, ob wir verlieren oder gewinnen. Aber ich will natürlich gewinnen. Wie der nur mit einer Hand kämpft. Ja, komm mal her. Ja, ich muss halt mich wiederbeleben, beziehungsweise mich heilen. Ja, wir haben ihn besiegt. 30 Punkte. Oh, you're slipping, Leon. Das ist Yaffie aus Final Fantasy 7. I went easy on him. Looks like things are worse than we thought. A lot worse. Gorsh, there's nobody here. Sure is spooky. Actually, I'm not scared. Excuse me, did the king send you? Das ist Aeris aus Final Fantasy 7. Die sieht auch ein bisschen komisch aus, aber die ist voll cool. Come on, lazy bum. Wake up. You okay? I guess. Those creatures that attacked you are after the Keyblade. But it's your heart they really want. Because you wield the Keyblade. I'm so glad that you're okay, Kairi. Kairi? Who are you talking about? I'm the great ninja Yuffie. Hmm? I think you might have overdone it, Squall. That's Leon. The Keyblade. Yeah, we had to get it away from you to shake off those creatures. It turns out, that's how they were tracking you. It was the only way to conceal your heart from them. But it won't work for long. Still, hard to believe that you, of all people, are the chosen one. Oh. Well, I suppose beggars can't be choosers. Why don't you start making sense? What's going on here? Okay. You know there are many other worlds out there, besides your castle in this town, right? But they're supposed to be a secret. They've been secret, because they've never been connected. Until now. When the Heartless came, everything changed.
The Heartless? The ones who attacked you, you remember? Those without hearts. The darkness in people's hearts. That's what attracts them. And there is darkness within every heart. Hey, have you heard of someone named Ansem? Ansem? He was studying the Heartless. He recorded all of his findings in a very detailed report. Gorge! Can we see it? Its pages are scattered everywhere. Scattered? Too many worlds. Oh, then maybe the king went to find them. Yes, those were my thoughts exactly. We've got to find him, quick! Red! Trust me, ninja key! That's right. The Keyblade. So, this is the key. Exactly. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's why they'll keep coming after you, no matter what. Well, I didn't ask for this. The Keyblade chooses its master, and it chose you. So, tough luck. How did all this happen? I remember being in my room. Wait a minute! What happened to my home? My island! Riku! Kairi! You know what? I really don't know. Ja, und hier sind wir jetzt in diesem verlassenen Haus. Zumindest vorhin war es noch nicht verlassen, jetzt... Also, vorhin war es verlassen, jetzt ist es nicht mehr verlassen. Ich glaube, so war das. Jo, hallo? Ich habe gehört, das Schlüsselschwert kann alle Schlösser öffnen. Probier's mal aus, wenn du wieder an eine Schatztruhe oder eine Tür findest. Ja, ich bin dabei. Wo ist mein Schlüsselschwert? Ach, jetzt geht's. Ja, ja. Als ob. Elixier. Heilt alles. Ist wirklich sehr cool. Müssen wir allerdings, glaube ich, erstmal anordnen. Genau, wir müssen es nämlich zum Beispiel Sora geben, damit ich das dann hier benutzen kann. So wie die High Potions. Können wir auch zuweisen, aber ich denke mal, ich weise erstmal hier die Potions zu. Weil Elixier ist schon sehr kostbar, müssen wir nicht direkt hier verschwenden. So, ich glaube, so ist es gut. Also, Squall, was ist los? Früher oder später werden dich die Herzlosen finden. Du solltest dich darauf vorbereiten. Mich vorbereiten? Um dein Leben zu kämpfen, bist du bereit? Jupp. Yuffie, wir sollten zu Aerith rübergehen. Ich sollte inzwischen mit der... Was? Sie sollte inzwischen mit den anderen Besuchern da sein. Leon! Yuffie, go! Yuffie! Der arme Donald. Sora, let's go! Lässiger. Wie geil. Kümmere dich nicht um diese kleinen Fische. Finde den Anführer. Gehen wir. Ja. Gehen wir. Und zwar müssen wir hier hin. Weil nämlich jetzt kommt dieser Boss, den ich noch im Kopf habe. Der hier gleich auftaucht. Die sind auf jeden Fall ein bisschen stärker, diese Herzlosen. Die können hier so einen Schwinger heben. Jo, Leute, Leute, ne Dings da, was geht mit euch ab? Nicht töten. Wollt ihr mich etwa töten? Ah, das mit dem Glocken müssen wir ja auch noch machen. Okay, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. War das nicht hier? Ne, warte mal, da hinten war es auch nicht. Wo muss ich denn hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Geh mal hier lang. Wir gehen mal hier lang. Muss ich jetzt hier rein? Genau, genau, hier kommt nämlich. Ja, schaut selbst. Gorge, are these the heartless guys? Let's go get them to see. Und genau so trifft man auf die beiden Koten. Wie geil, diese Szene ist einfach nur geil.
Na dann, los geht's. Donald und Goofy haben zu Sora gefunden. Das ist sehr, sehr nice. Ich habe halt nur ein bisschen Schiss, weil ich gerade ein bisschen wenig HP habe. Ich hoffe, das reicht irgendwie zum Überleben. Ja, perfekt. Sehr gut. Genau das ist dieser Boss, den ich gesagt habe. Den habe ich schon ein bisschen vermisst. Da kann man die Füße und die Hände und alles mögliche angreifen. So, wir machen uns mal die Hände kalt. Oder die Füße. Oder einfach alles, was uns dazwischen... Nein, 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 nicht gut, nicht gut. Donald, halt nicht. Muss man alles selbst machen. Aua, das tut doch weh. Jawohl, ein Ärmchen ist platt. Na komm. Da muss man aufpassen. Es ist halt so, wenn Donald oder Goofy sterben im Kampf, ist es nicht so schlimm, weil die nach einer Zeit wieder belebt werden. Wichtig ist halt, dass Sora am Leben bleibt. Der muss auf jeden Fall am Leben bleiben. Wenn er tot ist, dann ist alles vorbei. Na komm, Füße, stirbt. Nein, 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 okay, jetzt. Donald, heil mich. Donald? Okay, Donald hat wohl was anderes zu tun, als mich zu heilen. Okay, ein Fuß ist platt. Machen wir den anderen Fuß auch noch platt. So, jetzt nur noch der hier. Das heißt, der Arm ist auch weg. Ist der Arm auch weg? Anscheinend schon. Jetzt hat er keine Chance mehr. Komm schon. Wir haben dich gleich. Yes, wir haben ihn besiegt. Wuhu. Wie Goofy da noch reinrennt mit seinem Schild. Ah, das ist eine tolle Attacke von dem. Die ist richtig gut. Und hier haben wir noch einen Narcia-Reif bekommen. Mal gucken, was der macht. So, you were looking for me? They too have been seeking the wielder of the Keyblade. Hey, why don't you come with us? We can go to other worlds on our vessel. I wonder if I could find Riku and Kairi. Of course. Are you sure? Who knows? But we need them to come with us to help us find the king. Sora, go with them. Especially if you want to find your friends. Yeah, I guess. But you can't come along looking like that. Understand? Ooh. No crowning, no short friends, okay? Yeah, you gotta look funny. Like us. Yep. Whoa. This boat runs on happy faces. Happy? That's one funny face. Okay, why not? I'll go with you guys. Name's Goofy. I'm Sora. All for one, one for all. Da haben die sich gefunden, das ist so toll. Ich mag dieses Trio unglaublich gerne. Donald, Goofy und Sora sind einfach perfekt. That little squirt took down that heartless. Who'd have thought it? Such is the power of the Keyblade. The child's strength is not his own. Why don't we turn him into a heartless? That'll settle things quick enough. And the brat's friends are the king's lackeys. Swung on the eyes, they're all bilge rats by the look of them.
You're no prize yourself. Shut up! Enough! The Keyblade has chosen him. Will it be he who conquers the darkness? Or will the darkness swallow him? Either way, he could be quite useful. Das ist die böse Malefiz. Ja, auch aus dem Disney-Bereich. Bereite dich gut auf deine bevorstehende Reise vor. Wir wissen nicht, wie weit sich die Herzlosen ausgebreitet haben. Sieh dir mal die Läden an, da kann man nette Sachen kaufen. Das ist von uns allen. 500 Taler. Wuhu, verwende es, wie es dir beliebt. Und dies ist von Leon. Ein Elixier. Dankeschön. Viel Glück. Ich hoffe, du findest deine Freunde. Na klar, ich habe Goofy und Donald schon gefunden. Alles bestens. Nein, Kyrie und... wie heißt der andere? Rico. Die suchen wir natürlich auch. Pass gut aufeinander auf. Lass den Mut nicht sinken. Nein, natürlich nicht. No. Genau, der Gummijet steht draußen vor der Tor. Der ist toll. Den kann man halt beliebig dann umbauen später, wie so Lego-Prinzip. Von einem Speicherpunkt kann man auch direkt in den Gummijet einsteigen. Einfach das Speichermenü aufrufen und Gummijet auswählen. Aber man kann den Gummijet nicht von allen Speicherpunkten besteigen. Richtig. Der was? Das ist unser Schiff. Warte, bis du es siehst. Warte kurz. Zora, das ist für dich. Die Kraft der Hitze halten. Donald hat dich Magie gelernt. Juhu. Das Kommando Magie führt Magie aus. Über Einstellungen im Menü kann man es zu schnell ausführen von Magie-Kombi-Tasten festgelegt werden. Magie verbraucht MP, Aether und andere Angriffe auf den Gegner können die MP heilen. Jetzt kannst du auch Magie verwenden. Goofy, gib ihm das andere Zeug. Was? Du weißt schon, oh ja. Wurzelbaum. Durch Ausrüsten mit Abilities erhalte Zora und seine Freunde neue Fähigkeiten. Einigen von ihnen müssen mit Viereck ausgewählt werden, andere sind bei ihrer Rüstung schon aktiv, also permanent. Unter Ability im Punkt im Menü kannst du die Charaktere mit Abilities ausgerüstet werden. Zum Ausrüsten braucht man AP. Mit diesen Abilities kannst du alles Mögliche machen. Schätze, wir sollten uns unterwegs mehr von denen aneignen. Okay, war's das? Lass uns gehen. Erst wenn wir fertig sind. Ich sehe große Abenteuer auf uns zukommen. Als Chronist werde ich alles in meinem Tagebuch niederschreiben. Ja, mach das. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt hier die Schnelltaste. Feuer ist Dreieck. Können wir, glaube ich, so lassen. Oder wir machen Viereck. Machen wir Viereck. Und hier, das machen wir erstmal nichts. Heilen mache ich auf jeden Fall auf X, wenn ich das dann habe. Das können wir einstellen, wie die sie im Kampf sich benehmen sollen. So, Ability haben wir auf jeden Fall hier. Die Rutschattacke. Rutsch auf einen weit entfernten Gegner zu. Ne, wir machen erstmal Purzelbaum. Und schon können wir nichts mehr benutzen. Aber dafür können wir jetzt das hier machen. Ja, wir können jetzt rollen. Das ist ziemlich geil. Und das unendlich natürlich. Sag mal, dieses komische Zeichen. Ja, davon habe ich schon mal gesprochen. Hält es nicht irgendwie auf? Dies ist ein Trio-Symbol. Symbol. Man findet es vielerorts und in verschiedenen Farben. Anfangs reagieren nur die Blauen. Auf diesem Symbol können Zora, Donald und Goofy ihre Kräfte vereinen, um eine Trio-Technik auszuführen. Na dann? Epp. Und schon sind wir oben und können zum Schatz. Ja, wie ich gesagt habe, das kommt auf jeden Fall öfters vor. Postkarte, davon noch 9 Stück und wir können irgendwas reißen. Wir können die, glaube ich, schon mal hier reinschmeißen. Einwerfen. Verschickte Postkarten 1. Eine Hütte erhalten. Hütte ist, glaube ich, ein Item, womit ich mich komplett heilen kann. Oder irgendwie sowas. Warum gucke ich einfach nicht nach? Was erzähle ich denn da? So, Truhe, Hütte. Volle LP und MP Heilung bei Gruppe kann nur im Menü benutzt werden. Genau, sagte ich doch. Irgendwie sowas. Das ist unser Gummijet. Damit können wir auch ganz viele Teile bauen, wie ich schon gesagt habe. Das funktioniert so ähnlich wie Lego-Prinzip. Nur halt anders. Hier ist auch nochmal was. App.
Und hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Geld bekommen. Ein bisschen Cash in unsere Tasche. Und wenn wir da durchgehen, Welt zu Tor, kommen wir auf jeden Fall in die nächste Welt. Ja, aber ich denke mal, ich werde jetzt hier den Part beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, like das Video, teile es und lass mir doch ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wie gewohnt. Bis dahin sage ich bye bye, winke, winke und ciao, ciao.